Hallöchen, meine Lieben. Ich dachte, ich lasse euch heute mal an meinem Edeka-Einkauf teilhaben. So ein kleiner Foodhaul. Manche gucken das ja ganz gerne. Und ja, ich habe für 28 Euro noch was eingekauft. Das ist so ein kleiner Vorratseinkauf. Und zwar habe ich hier einmal Klopapier. Und das ist so eins der Dinge, wo ich mich freue, wenn ich wieder alleine wohne. Weil im Moment muss ich immer dieses vierlagige, super weiche holen. Aber wenn ich dann wieder alleine bin, dann gibt es einfach das dreilagige Recyclingpapier. Ich denke, das ist deutlich umweltbewusster. Und ja, ich brauche da jetzt nicht so ein Luxus-Toilettenpapier. So, dann gehe ich mal die Tasche herum. Habe ich ein paar Rhabarberstangen geholt und mal gucken, vielleicht mache ich mir ein bisschen Mousse draus oder vielleicht backe ich mir ein Küchlein draus oder. Aber auf jeden Fall ist Rhabarber richtig lecker. Und ich hatte ja auch mal so ein Rezept mit so Rhabarber-Spinattaschen. Da setze ich euch mal hier so eine Infokarte dran. Das war auch ziemlich lecker, vielleicht gibt es auch das. Mal gucken. Dann ein bisschen Tiefkühlsachen. Ich muss da mal aufpassen, weil mein Tiefkühler ist winzig klein und viel zu kalt. Also vielleicht hat da einer von euch einen Tipp, der bekommt alles tot irgendwie nach kürzester Zeit. Da habe ich einmal tiefgefrorenen Grünkohl. Ich hatte einfach mal wieder Bock auf Grünkohl und da ja keine Grünkohlsaison mehr ist, halt tiefgefroren. Außerdem Tiefkühl-Himbeeren. Also kommt beides in den Smoothie rein morgens. Muggelchen. Willst du mal Hallo sagen? Komm mal hier, Schatz. Komm mal hier. Hallo Zuschauer, ich bin die Murka. Dann haben wir noch TK Sauerkirschen, auch für den Smoothie. Außerdem habe ich noch einmal so eine Packung von diesen Alpro-Joghurts. Die esse ich ja mal ganz gerne, so einmal die Woche oder so. Deswegen kriege ich die auch immer gerade so weg, bevor die ablaufen. Jetzt bis zum 29.04. Okay, das wird knapp. Aber ich versuch's. Aber so ab und zu mal, so alle paar Tage, mag ich das mal so zwischendurch als Snack. Dann habe ich... Das waren die letzten vier Packungen. Ansonsten hätte ich noch welche mehr geholt. Die hole ich ja immer, die Tomaten in Stücken mediterran gewürzt. Die finde ich super lecker. Als so Basis für meine Grünkern-Bolognese und sowas hole ich die immer sehr gerne. Tut mir leid, wenn ich mir die ganze Zeit im Gesicht rumfummel, aber irgendwie nerven mich meine Haare gerade. Und dann habe ich noch, was ist der Einkaufszettel? Also die TK Himbeeren und Sauerkirschen. Himbeeren 1,89, Sauerkirschen 1,39, Sojajoghurt 1,99, der Rhabarber 92 Cent. Wie viel kosten denn diese Tomatendinger? 69 Cent kosten diese Dinger hier. Dann gab es noch gerade Passionsfrucht im Angebot, weil die schon so ein bisschen drüber sind. Die gab es für 79 Cent das Stück. Und Non-Foods habe ich mir so Briefklammern geholt, weil ich gerade ja auch so Bücher und so verschicken muss oder bei Warensendungen, da muss ja die Packung immer zu öffnen sein, also offen bleiben. Und dafür ist so Wortfindungsstörungen. Ups, als nächstes haben wir Möhren und Bananen. Möhren. Bio-Möhren. Da möchte ich jetzt einen Möhren-Apfelsalat draus machen. Den werde ich euch dann auch mal filmen. Das ist super easy. Die Möhren 1,14 Euro alle zusammen. Und dann habe ich Bananen-Nachschub geholt. Da. Und da. Und da. Und da. Bio-Bananen aus dem Edeka für 3,42 Euro. So, jetzt wird es ungesund. Pommes frites. Ja, ich finde, Pommes frites müssen auch ab und zu einfach mal sein. Sich einfach in den Backofen schieben. Ich hätte auch gerne noch, also das sind die Edeka dünn und knusprig. Ich hatte die noch nie. Mal gucken, wie die sind. Die kosten 99 Cent.
Und 99 Cent kosten auch die gut und günstig Kroketten und die sind auch vegan laut Zutatenliste. Ich habe keine Anfrage an den Hersteller geschickt, aber für 99 Cent Kroketten, ja, sehr gut. Und dann habe ich nochmal das hier mitgenommen, Garden Gourmet Linsenfrikadellen, Linsenburger. Die hatte ich schon mal, ich fand die auch echt lecker. Ich habe die als Burger Patty wirklich genommen auf ein Burgerbrötchen. Und die sind hauptsächlich aus Karotte und roten Linsen. Ja, das ist die Basis, also nicht irgendwie Tofu als Basis oder so. Es ist ein bisschen Soja-Eiweiß mit drin, aber das steht ziemlich weit hinten. Und mit Koriander, Minze, Oregano. Also doch, ich fand die echt gut. Und ja, ich habe gerade so mittags, habe ich halt einfach manchmal, dass es dann schnell gehen soll. Und da mag ich dann solche Fertigsachen oder halt wie auch Pommes in den Backofen oder so. Ja. So, und dann sind wir auch schon fast am Ende. Achso, diese Linsenburger von Garden Gourmet, die... Also Garden Gourmet müsst ihr aufpassen, da steht auch wirklich drauf, ob es vegan oder vegetarisch ist. Die machen da richtig einen Unterschied. Vegan und bei den meisten Sachen ist vegetarisch drauf. Die sind dann wirklich mit Hühnereiweiß und so. Garden Burger, 2,79 Euro für die beiden Burger. Dann habe ich mir das hier mal gegönnt. Fand ich super lecker aussehend. Sorbet-Quartett. Himbeer, Zitrone, Mango und Johannisbeere mit so ein bisschen Soße. Ich konnte jetzt an den Zutatenlisten, die allerdings gigantisch sind für jede Sorte, nichts erkennen, weshalb das jetzt nicht vegan ist. Ist auch nichts fettgedruckt oder so da. Ja, keine Ahnung. Also wenn da jemand mehr weiß, gerne mal Bescheid sagen. Weil die hatten, leider hatten die diese Magnums und so aus dem Sortiment raus. Also dieses Soja-Eis, es war nicht mehr da. Aber das ist vielleicht für meine Figur und Gesundheit auch ganz gut so. Ja. Vorletztes Teil ist dann einmal Edeka Sojadrink Vanille. Ich weiß nicht, warum es nur die Sojasachen mit Vanille und anderen Geschmäckern gibt. Warum die es nicht mal bei Hafer oder Reismilch oder so machen. Aber ich wollte das ganz gerne mal benutzen für Bananenmilch. Schmeckt halt schon immer noch mal süßer und anders, als wenn man jetzt gemahlene Vanille reinmacht. Und ja. So. Mein Sojakonsum hält sich an Grenzen mittlerweile. Und dann habe ich noch zum guten Schluss auch so die Sojamilch. Hat gar keinen Preis. Doch da 1,19 Euro. Und der Reisdrink 1,49 Euro. Leider haben die den Haferdrink nicht mehr. Der wurde scheinbar aus dem Sortiment genommen. Den habe ich früher gerne geholt, wenn ich mal im Edeka war. Ich bin da nicht oft, aber manchmal. Und jetzt gibt es halt nur noch Reis- und Sojadrink. Aber dann habe ich jetzt halt mal den Reisdrink mitgenommen. Es ist auch übrigens sehr faszinierend, wenn ihr mal auf die Zutatenlisten hinguckt, so bei zum Beispiel auch gerade beim Sojadrink und dann bei Alpro mal hinten drauf guckt, da stehen dann doppelt so viele Dinge wie bei den anderen Sachen. Also Alpro haut halt immer so viel Scheiße in seine Sachen rein. Aber es gab sogar leider keine Joghurt-Alternative dazu. Ja, wir sehen uns im nächsten Video, hoffe ich. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag, Abend oder Nacht. Es ist super schön sonnig und ich werde jetzt noch ein bisschen arbeiten. Wir sehen uns.